Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu Broken Age, einem neuen Let's Play von mir. Ich habe mich tierisch drauf gefreut von Tim Schäfer, dem Menschen hinter Monkey Island und Day of the Tentacle und was weiß ich, Maniac Mansion, da hat er über mitgearbeitet. Und das ist ein Kickstarter-Projekt Broken Age und begeben wir uns auf eine Reise von zwei Teenagern, die gerade, ja, ihre Teenagerzeit durchleben und wir können ihnen dabei behilflich sein und wir starten ein neues Spiel auf Platz 1, wir sind nämlich der Beste. Ach, ich darf schon. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Art Intro oder so. Ach, wir können jetzt wählen, mit wem wir spielen, glaube ich. Was ist das hier? Okay. Jetzt haben wir sie gewählt. Na, egal. Ich wollte eigentlich nur auf die Mitte klicken. Dann steh mal auf, gute Vella. Guess it's time to face the cupcakes. Cupcakes! Ah, oh, wie schön das aussieht. Hier bin ich. Warum bist du so klein? Warum sind wir so groß? Ach, du bist weiter hinten. Dann gehen wir mal zu ihr hin. Sie ruft uns ja schon wie wild. Sieht aus ein bisschen wie Pinocchio in weiblich. I was getting worried. Worried that I chickened out? No! I know you're not afraid of anything. I mean, what's to fear? This is a great honor. Right! Wait, I can't tell if you're being serious. Well, there is one part that I'm really afraid of. What's that? I'm afraid that you won't get any food because I'm gonna beat you to the maiden's feast. Dream on! Okay. Machen wir jetzt ein Wettrennen. Muss ich jetzt wirklich schnell laufen? Okay, ich komme schon. Bin keine lahme Ente. Hello? No backing out now. Surprise! Hey! Whoa. Yay! There's my Valoria. Oh, look at my pretty girl. I just can't believe. We're very proud of you. I think that's what your mother is trying to say. Oh, she's not even dressed yet? Can we do that after cake? Come on, cake first! Yay! All right, but come on. Let's get this good time over with. Oh, yes, cake. Now, where did I put that knife? Nobody touches that cake until I find the ceremonial knife. Okay, wir müssen also erst scheinbar jetzt dieses Messer finden, damit wir den Kuchen anschneiden können. Glückwunsch! Maybe the knife is under this towel. Genau. Never gonna find it. Dad, I hope you're not hiding that knife for your own good. Der Piratenpapa. Was ist das? Was haben wir da? Was ist das? One of my mom's special dish towels, and it's still dry. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Sind wir hier? Not until I find that knife, young lady. She already caught me using my fingers. Eyes in the back of her head, that woman. Okay. Fahren wir mal hier, Papi, ob der vielleicht... Grandpa Beastender? Wo ist Mamas Messer? Do you know where Mom's knife is? Wouldn't tell you if I did. I'm not doing one thing to help with this shame feast. Okay. Was hast du denn gegen das Maidenmahl? Why do you hate the Maiden's Feast, Grandpa? Because this used to be a town of warriors. It's a travesty, Vella. Warum sind wir denn keine Krieger mehr? Why'd we stop being warriors? Lavina Clench and her ilk said there was too much bloodshed, pushed for appeasement. So we went soft, became a town of bakers. Ist doch nicht schlimm, oder?
Willst du ein Cupcake? Hey, Gramps, want a cupcake? Na? Yes. Ich bin mir nicht so sicher. Yeah, I'm not sure how I feel about this maiden's feast either, to tell you the truth. Then fight it, girl! Stand up for yourself! I hope you're not filling that girl's head with nonsense, Brommel. Brommel? I'd better go find that knife. Don't you dare! I hid it for a reason. You did what? Oh, nothing. Er hat es also versteckt. Er hat es versteckt. Das Grandpa auch Beastender? Hä? I'd better go find that knife. Vielleicht hier im Schrank, wo sie die ganze Zeit guckt, oder vielleicht weiß sie ja was. Hallo, du mit deinem schicken Brothut. What is it, girl? Wo ist Mamas Messer? Any idea where Mom's knife is? We're late. If I knew, I would have cut that cake, shoved it down your gullets, and had us out the door already. Oh. Ich würde gerne mal was zu diesem Maiden mal fragen, weil ich verstehe das nicht so ganz. Ich habe zwar so ein bisschen drüber gelesen und auch Trailer gesehen. Es scheint so, so wie ich das in Erinnerung habe, dass hier irgendwie so ein Monster oder mehrere Monster sogar leben. Und es wird immer, es werden, glaube ich, mehrere Frauen oder junge Frauen halt so dargeboten als Opfer oder sowas. Und das nimmt sich dann eins und ich glaube, damit werden die besänftigt oder sowas. Aber ich bin mir ganz, ganz unsicher. Deswegen fragen wir mal. Can I ask you about the Maiden's Feast? Weren't you paying attention in Maiden Training? Wie viele... How many of these feasts have you organized? Let's see. A new Grand Mag appears every 14 years and I'd have seen 6 of them, so... Hey, are you trying to get my age out of me? I'll never tell. Was ist das? What is Mog Chathra? The latest in a long, distinguished line of Grand Mogs to visit our land. Distinguished? Well, anything that lives that long becomes distinguished. I mean, look at me. Wo kommen diese Geschöpfe her? Das ist mal eine gute Frage. Where do creatures like Mog Chathra come from? They come from beyond the Plague Dam. Okay. Da will ich auch mal hin. I want to go beyond the Plague Dam someday. It's forbidden! But maybe you'll be lucky enough to be taken there soon in Mog Chathra's stomach. Super. Was ist mir denn sonst noch so über die, außer dass die scheinbar junge Frauen fressen, alle 14 Jahre auftauchen und hinter dem Pestdamm wohnen? How much do we know about these Grand Mogs? The Grand Mogs have visited our lands for as long as anyone can remember. Okay. They hide in the wilderness for years, and then they come to feed. After feeding, they return to their land and, it is imagined, breed. You actually imagine that? Und warum wurde ich ausgewählt? Das ist mal eine gute Frage. Why was I chosen? In every town visited by a Grand Mog, the villagers vote for the maidens who represent their town's best qualities. So in other words, beats me. Der greift andere Dörfer an? Mog Chathra attacks other towns? Of course. Mariloft just had their maiden's feast yesterday. That's how we know he's coming here next. They're a pretty tough act to follow. Amazing featherwork. Okay, I think I know all I need to know about the Maiden's Feast. All you need to know is how to look pretty in your dress. We'll take care of the rest. Warum kämpfen wir denn nicht dagegen? Das ist doch scheiße. So, why don't we just fight Mog Chathra? Silence! Talk like that could ruin the Maiden's Feast. If you destroy the feast, Mog Chathra will destroy this village, including your family. Is that what you want? No. Okay. My grandpa doesn't look too happy about this feast. Nee. Your grandpa is just stuck in the ways of old. Your grandma was the same way. Bless her soul. Not all of the town elders have stayed as hip and with it as I have. I'd better go look for that knife. And hurry. If we're late, you won't be selected and your family will be shamed. Oh Gott, wie schrecklich. Du bist meine Mutter? Oder wer bist du? Mom? Mom. I was just wondering, what if we fought the monster instead of feeding it? That's my girl. Now that's Beastender blood talking. Please, my loves, don't make this any harder than it already is. Okay. Mom, I was just wondering, what if we
fought the monster instead of feeding it. That's my girl. Okay, das kennen wir schon. Where would I? Wer bist du denn? Bist du Papi? Don't suppose you have another knife in the back we can use? I do, but your mom brought out a special one she wants to use. She wants everything to be perfect on your special day. Okay, du bist meine kleine Schwester? Know where mom's knife is, Rocky? If I did, we'd all be eating cake right now! Okay. Did I leave it in the kitchen? Hey, don't go get dressed yet. I don't want you getting cake on your good outfit. Oh, a little frosting never hurt a maiden's feast gown. Okay. Vielleicht ist es ja im Kuchen. I hope that dress isn't to scale. How would I walk in that thing? Tja. Kann ich rausgehen? Ist das Messer vielleicht draußen? No backing out now. Okay, ich kann Too nicht raus. Too many people would see me. Okay. I think that's supposed to look like Magchatra, my handsome date to the prom. Das hier soll, so sieht der aus, so ein bisschen wie so ein Bioshock-Mensch hier, so die Beine, die Arme. Wo ist denn dieses Messer? Wo hat er das denn versteckt? Der Oppis. Können wir hier irgendwo hingehen? Wir haben ein Handtuch. Was können wir denn mit dem Handtuch? Können wir damit irgendwas tun mit dem Handtuch? Können wir das hier ihm über den Kopf werfen vielleicht? Vielleicht hat er dann Angst und zeigt uns, wo das Messer ist. Why? Do I look like some old drooling invalid to you? Nö, sieht eigentlich aus wie ein cooler Pirat. Okay, aber hier ist auch sonst nichts, wo wir hin können. Where would I? Vielleicht willst du hier ein Handtuch über die Torte. Mess up the frosting. Das stimmt, da hast natürlich recht. Hier vielleicht? Auf sie? Sie mit einem Handtuch bedecken? But I don't want to embarrass my mom. Okay, gut, gut. Hast ja recht. Hast ja recht. Und da kommen wir echt nicht rein, ja? Oder war das nur einmalig? Hey, don't go get dressed yet. I don't want you getting cake on your good outfit. Ja, okay. Raus können wir aber auch nicht. Was sollen wir denn tun? Vor allen Dingen jetzt mit dem Handtuch. Ein trockenes Handtuch. You seem excited. I am. I think I'm gonna barf. That could be all the cupcakes you've been eating. I'm just sad I'm too young. I wish we didn't have to wait 14 years for another Mog. I'll try to make you proud, Rocky. I'm already proud of you, stupid. Aww. This stupid knife is ruining my daughter. Need a towel? Do you see any frosting on my face? No. You're very neat. I know how to hide the evidence of cupcake stealing. Brauchst du vielleicht ein Handtuch? You sure this maiden's feast is a good idea, Pops? It's what you want, right? I guess so. I mean, you hear about it all your life. I'm just starting to wonder. Don't worry, sweetheart. You'll do great. Okay, ich wollte dir eigentlich das Handtuch geben. He's already got a towel. Na stimmt, da hängt eins. Tatsache. Tja, Mama mit dem Handtuch irgendwie. Braucht sie das vielleicht? The only thing she wants is that knife. Ja, ich ja auch. Ich will ja auch nur das Messer, aber wie komme ich denn da ran? Wir haben keine andere Möglichkeit. Last chance to stop this thing, okay. Pops. You kidder. Last chance to stop this thing. Cupcakes! Oh my god! Yay! Aber ich habe doch kein Messer. Ich habe doch kein... Was ist hier? Ist das der Ausgang? Okay, das ist der Ausgang. Too many people would see me. Ja. Ist da drunter vielleicht irgendwas? I hope that dress isn't to scale. Okay, ja. Das wissen wir auch schon. How would I walk in that thing? Er hat das Messer versteckt. Ah, können wir den vielleicht mit dem Handtuch hier oben dran? I could cover it up, but I'll have to face him sooner or later. Nee, ich dachte, du könntest da vielleicht drüber. Ich bin jetzt auch ein bisschen. Don't touch the red ones. Mom made those just for me. You're going to eat all of those? I've already had six. That explains a lot. Wir haben was im Inventar. Ah, Opa will ja ein Cupcake. Ah. Vielleicht verrät er uns dann, wo das Messer ist. For me? Ich will dir nur zeigen. Für dich. For you, Grandpa. Don't mind if I do.
Grandpa Beastender? I'd better go find that knife. Ah, warte, aber wir können ja noch einen nehmen und dann sagen, dass wir ihn teilen wollen. Da brauchen wir bestimmt ein Messer. Why not? Dann brauchen wir ein Messer und dann... For me? Wollen wir ihn teilen? Split it with you? Deal. Haha! Da ist das Messer, sauber. Können wir den jetzt nehmen? Natürlich. Ach, scheiße, okay, verdammt. Es bleibt nur so lange da stehen, wie er die Dinger noch in der Hand hat. Mom and Dad will be hurt if there are any left over. Genau, deswegen nehmen wir immer noch neue mit. So, noch eins für Opa, hallo? Nein, nicht weggehen, nicht weggehen, nicht weggehen, geh dahin. So, Cupcake für Opa. For me? Ja. Sollen wir ihn teilen? Split it with you? Deal. Hätten wir lange nach dem Messer suchen können. So, jetzt wirft das weg. Jetzt nehmen wir es. You can have the whole thing. Suit yourself. Now, where did I put that thing? What thing? Nothing. I didn't say anything. Mami, wir haben das Messer. Na, nimm es doch aus dem Inventar. Mom, Nein. Nimm es so und gib es ihr. All right, time to serve this girl up. But first, can I ask just one more time? Honey, why don't we just kill Mog Chothra? Hear, hear! Oh, honey. Oh, we're going to miss your sense of humor. Das war eigentlich kein Witz. Ich würde schon gern lieber dagegen kämpfen. To behold, awe-inspiring, powerful, mysterious. But Mog Chothra is more than that. Merciful and generous, Mog Chothra keeps our town safe. All he asks is may he pick some of our beautiful flowers as he passes through. Please come, Mog Chothra, and make your selections. Welcome to the Maiden's Feast! Show him what you're made of, Ella. I know he'll pick you! This can't be right. Okay, da stehen sie alle. No, it's not right. Hey, Bluebird, can I get a lift out of here? For one thing, I should be in the center. Hey, ich hab einen Plan. Hey, I've got a plan. I already have a plan, thanks. Attract Mog Chothra with my slender frame and be remembered forever as a hero. Well, good luck. Yeah, whatever. Mit den anderen reden wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Spiel. Ich habe bisher doch viel Spaß. Es ist sehr, sehr schön gemacht, sehr niedlich, sehr, ja, es ist kein Actionspiel, es ist ein Point-and-Click und ein sehr, sehr kleines Point-and-Click, also eher für die, ja, ich würde fast sagen, schon für Kinder, obwohl die Geschichte dahinter natürlich eher, ja, nicht ganz so angenehm ist. Aber ich finde es von dem Grafikstil sehr schön, die Figuren sind schön detailliert animiert und mir macht es Spaß bisher. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüsschen.